Hallo ihr Lieben, wir lernen heute ein neues Lied, nämlich Pata Pata von Miriam Makeba. Der Song ist aus dem Jahr 1967 aus Südafrika und wurde damals zu einem Welthit und ist es wahrscheinlich immer noch. Ja, Miriam Makeba ist die sogenannte Mama Afrika, die auch später Maschkenada gemacht hat und so. Die Sprache ist Isi Kosa und Pata Pata bedeutet so viel wie berühren oder anfassen. Ja, der ganze Song ist ein Tanzlied und eine Aufforderung, sich beim Tanzen anzufassen. Also genau das Richtige für die Corona-Zeit. Falls ihr vergessen habt, wie dieser Song klingt oder ihn nicht mehr ganz im Ohr hat, ich spiele euch jetzt nochmal das Original ein. Arrangement ist von Almut Stümke, von unserer Chorleiterin der Frühen Vögel und hat 5 Stimmen, ist a cappella, also wieder ohne Begleitinstrumente. Es gibt Noten dazu, die haben wir euch rumgeschickt mit der Ankündigungsmail für die Workshops, aber ihr könnt es auch ganz einfach ohne Noten heute mitsingen und lernen und einfach die Stimmen mitsingen. Wir werden das Lied bestimmt auch aufgreifen in den Chorproben, wenn es wieder geht. Der Song hat 2 Teile. Und diese Teile sind immer super kurz, die haben nur 4 Takte. Der A-Teil ist der Teil, wo ihr das hört. Sagukuga City Beggar, Nazi Patapat, Sagukuga City Beggar, Nazi Patapat. Das war's auch schon. Das ist der A-Teil. Der B-Teil ist Pata Hio Mama Hio Ma, Nazi Tata Pata Hio Mama Hio Ma. Jetzt habe ich mich versungen, aber so ungefähr. Ihr wisst Bescheid, ne? Beide Teile sind super kurz und werden immer wieder in Schleifen wiederholt. Deswegen ist es auch so leicht zu lernen, das Lied. Wir gucken uns jetzt alle Stimmen nacheinander einmal an und beginnen mit dem A-Teil. Und zwar dort mit dem Bass. Der Bass, so eine Art Zupfbass ist hier imitiert mit der Stimme, hat den aufregenden Text Dom, 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 Do, Dom, 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 Do, Dom. Dom, dom, do, dom, 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 do, dom. Das ist der Rhythmus. Sprecht doch einfach mal mit auf der Silbe dom. 1, 2, 3 und dom, 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 do, dom, 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 do, dom, 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 do, dom, 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 do, dom, dom, dom und so weiter. Ich bin mir sicher, das habt ihr super gemacht. Mit Tönen klingt das so. 1, 2 und jetzt. Dum, 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 dum. Das war's auch schon, der A-Teil für den Bass. Machen wir nochmal. 1, 2, 3 und dum, 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 dum. Genau, hervorragend. So, den Bass, den Zupfbass in der Band, den kennen wir jetzt. Gehen wir mal zur allerobersten Stimme. Die ist nicht die oberste Stimme, aber in den Noten steht sie ganz oben. Und sie ist ganz einfach. Das ist nur so eine Art Verzierung. Wir nennen es jetzt mal die Flöte. Ja, also die oberste Stimme in den Noten ist unsere Flötenstimme. Und der Text dazu ist Hey yo. Ja, hat gar keine Bedeutung, sagt einfach Hey, hier bin ich. Und das klingt so. 1, 2, 3, 4 und hey ho, hey ho. Der Text ist hey ho. Und sie geht so. 1, 2, 3, 4 und hey ho, hey ho. Mal mit mitsingen. 1, 2, 3, 4 und hey ho, hey ho und nochmal.
machen wir das Ganze mit der Bassstimme zusammen. Die Bassstimme spielt einmal alleine und dann kommen wir mit der Flöte dazu. Eins, zwei und jetzt. Einfach kann es manchmal sein. Dann haben wir natürlich die Gesangsstimme. Ja, das, was die Miriam Makeba in dem Originalton singt, was diesen fürchterlich afrikanischen Text hat, wo man sich den Mund so fusselig redet. Wir nehmen einmal den Text auseinander. Eure Aufgabe ist jetzt erstmal nur, Pa-ta-pa an der richtigen Stelle mitzusprechen. Ja, ich mache zweimal die Runde von der Gesangslinie und ihr sprecht nur an der richtigen Stelle Pa-ta-pa mit. Los geht's. 1, 2, 3, 4 und Sagu Kuga Siti Bega Nancy Pa-ta-pa Sagu Kuga Siti Bega Nancy Pa-ta-pa Sagu Kuga Siti Bega Nancy Pa-ta-pa Sagu Kuga Siti Bega Nancy Pa-ta-pa. Genau. Dann haben wir da verschiedene andere Wörter bzw. Satzteile, die wir sprechen. Der erste ist Sagu Kuga Sa. Sagu Kuga Sa. Sprecht das mal mit. 1, 2, 3, 4 und Sagu Kuga Sa. 1, 2, 3, 4 nochmal. Sagu Kuga Sa nochmal. 2 und jetzt. Sagu Kuga Sa. 1, 2, 3, 4, nochmal. Sagu Kuga Sa. Jawohl. Der nächste Bestandteil ist Tibega. Und zusammen klingt das dann so. Sagu Kuga Sa Tibega. Mit euch. Und Sagu Kuga Sa Tibega. Zwei Sätze. Und Sagu Kuga Sa Tibega. 3, 4 und Sagu Kuga Sa Tibega. Richtig. So, jetzt können wir schon drei Teile. Sagu Kuga Ta, Sagu Kuga Sa, dann Tibega und Patapat. Sprecht mal mit mir die Teile mit, die ihr kennt. Ich spreche die ganze Gesangslinie von Miriam durch. Ja? 1, 2, 3, 4 und Sagu Kuga Sa Tibega Nancy Patapat. Sagu Kuga Sati Bega Nancy Patapat. Sagu Kuga Sati Bega Nancy Patapat. Sagu Kuga Sati Bega Nancy Patapat. Super! Das, was ihr jetzt noch nicht geübt habt, ist der Teil Nancy. Ja, erster Teil Sagu Kuga Sa Tibega Nancy Patapat. Vier Teile. Mal sehen, ob wir das auf die Reihe kriegen. 1, 2, 3, 4 und Sagu Kuga Sati Bega Nancy Patapat. 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 So, wenn ich das nur 100 Mal nacheinander sage, dann mache ich auch irgendwo einen Fehler. Wichtig ist, dass man Patapat gut hört. Also, ihr könnt gerne von mir aus irgendwas nuscheln, Sagu Kuga Sa Patapat, immer ganz wichtig, denn darum geht's, ums Anfassen beim Tanzen, Patapata. So, jetzt wollen wir dem Ganzen auch noch ein bisschen Musik einhauchen. Es gibt natürlich auch noch eine Melodie dazu. Ich singe die mal sehr langsam vor. Sie geht so. Sagu Kuga Sa Tibega Nancy Patapat. 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 Machen wir mal Stück für Stück die Melodie. Der erste Teil ist Sagu Kuga Sa. Mit euch. 3, 4 und Sagu Kuga Sa.
wir mal den ganzen Mittelteil mit dem komplizierten Ziehbäger, Nancy und so weiter weglassen, kommt nur Sagoku ga sa, 1, 2, 3, patapat. Sagoku ga sa, 1, 2, 3, patapat. Das machen wir nochmal zusammen. Sagoku ga sa, 1, 2, 3, patapat. Sagoku ga sa, 1, 2 und patapat. Sagoku ga sa, 1, 2, 3. Patapat, Sagoku ga sa, 1, 2 und patapat. Genau. Jetzt kommt natürlich noch statt 1, 2, 3 ein bisschen Melodie dazwischen. Die geht so. Sagoku ga sa, ti bega nanzi, patapat. Sagoku ga sa, ti bega nanzi, patapat. Ganz langsam in diesem langsamen Tempo mit euch. Sagoku ga sa, ti bega nanzi, patapat. 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 Wir machen das Ganze im Tempo, wie es am Ende gehört. Ja? Achtung, anschnallen, es wird richtig schnell. 1, 2, 3 und. Sagoku ga sa, ti bega nanzi, patapat. Sagoku ga sa, ti bega nanzi, patapat. Und so weiter. Ja? Habt ihr das neue Tempo verstanden? Dann mit euch. 1, 2, 3 und. Sagoku ga sa, ti bega nanzi, patapat. 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 Ja, genau. So, wir lernen jetzt noch eine vierte Stimme und zwar den Tenor. Die Altstimmen lassen wir in diesem Video raus, denn ihr könnt mal in die Noten gucken. Die haben eigentlich immer nur die Funktion von, ja, von so einem Begleitklavier. Die machen pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta. Also so ein bisschen auch Rhythmusinstrument. Und das ist heute für uns nicht so spannend zu lernen. Der Tenor ist sozusagen ein bisschen Background-Vocal, könnte man sagen. Er geht so. Sa, ti bega, nanzi, sa, ti bega, nanzi, sa, ti bega, nanzi, sa, ti bega. Genau, wirklich simpel. Den Text kennt ihr auch schon. Sa, ti bega, ne? Ti bega waren diese Einwürfe in Miriams Stimme. Nanzi, sa, ti bega. Sprechen wir mal. 1, 2, 3, 4 und. Sa, ti bega. Nanzi, sa, ti bega. Nanzi, sa, ti bega. Nanzi, sa, ti bega. Ja, los geht's. Sa, ti bega. Nanzi, 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 sa, ti bega. Ganz genau. So, jetzt haben wir im A-Teil folgende Stimmen gelernt. Die Bassstimme, der Zupfbass, dum, 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 du, dum, 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 du, dum und so weiter. Dann hatten wir eine Flötenstimme, hey yo, hey yo, ah. Dann hatten wir Miriams Stimme, Sagoku ga sa, ti bega nanzi, patapat und so weiter. Und dann die Background Vocals, sa, ti bega nanzi, sa, ti bega. Das sind vier Teile und jetzt bauen wir das mal nacheinander auf. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich spiele euch das Tutti ein. Ich habe das vorher eingesungen, ich habe alle Stimmen eingesungen und
Ihr singt jetzt nacheinander alle Stimmen mit, die neu dazukommen. Also das erste Mal singen wir die Bassstimme, dann singen wir die Flöte, dann singen wir die Miriam, Sagukugasa, und dann als viertes singen wir Sati Bega, die Background Vocals. Ja? Ich zähle euch ein und spiele euch das Background ein. Los geht's mit dem Zupfbass. Dum, 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 du, dum. Auf diesen Tönen. 1, 2, 3 und und so weiter. Genau. Das machen wir gleich nochmal, oder? Das geht bestimmt jetzt ein bisschen schnell. Der Song lebt nämlich davon, dass er ziemlich flott ist. Ist ja auch ein Tanzlied. Nochmal. Ihr singt erst die Bassstimme mit mir mit. Dann singt ihr Hey yo, diese Flötenstimme, dann kommt Sagukugasa Tibega, einmal Miriams Stimme und dann am Ende die Background Vocals. Dumm, 2, 3 und dumm, 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 Flöte. Hey yo, hey yo. Und so weiter. Und jetzt sind wir auch schon im B-Teil. Im B-Teil gibt es natürlich auch wieder einen Zupfbass. Der Text ändert sich hier leicht. Er spielt nicht mehr bum bum bum, sondern pam 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 pata pam pam pam. Ja? Der Text geht so 1 2 3 und pam pam pa pam pam pata pa ta pa pa pam pata pam pam pa pam pam pata pa ta pa pam pam. Also pam 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 pam, das ist so ein bisschen wie so, wenn man auf eine flache Trommel haut, ne? Mit der flachen Hand auf eine Trommel. Pam 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 pata pa ta pa pam pam. Also in der Mitte einmal pata pa ta pam pam pam. Nochmal 1, 2, 3 und pam pam pa pam pam pata pa ta pa pam pam pata pam pam pa pam pam, pata, pa, ta, pa, pam, pam. Ja? Wenn ihr mal aus Versehen statt pata, pam, pam macht oder statt pam, pam, pata oder so, nimmt euch das der Nachbar sicher nicht übel. Hauptsache, ihr habt Spaß beim Singen. Die Töne gehen dazu. 1, 2, 3 und pam, pam, pa, pam, pam, pata, pa, ta, pa, pam, pam, pata, pam. Pam, pa pam, pam, pa ta pa, ta, pa pam, pam. Nochmal mit euch zusammen. 1, 2, 3 und pam, 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 pa ta pa, ta, pa pam, pam, pa pa pam, pam, pa pam, pam, pa ta pa, ta, pa pam, pam. Genau, nochmal etwas schneller. 1, 2, 3 und pam, pam, pa pam, pam, pa ta pa, ta, pa pam, pam, pa ta pa, pam, pa pam, pam, pa ta pa, ta, pa pam, pam. Ja, Miriams Stimme hat wieder einen Text, den wir aber in Teilen schon kennen. Der geht so. Pata hio mama hio ma. Nancy pata pata hio mama hio ma. Nancy. Nancy kennen wir schon. Pata pata kennen wir schon. Was neu ist, ist hio mama. Einmal sagen.
hi yo mama. Nochmal, hi yo mama. Pata hi yo mama hi yo ma Nancy. Pata pata hi yo mama hi yo ma Nancy. Pata pa. Ihr sprecht jetzt den ganzen Text mit mir mit. Pata hi yo mama hi yo ma Nancy. Pata pata hi yo mama hi yo ma Nancy. Pata pata hi yo mama hi yo ma Nancy. Pata pata. Sehr gut gemacht. Dann kriegt das Ganze Töne. Die Töne sind irgendwie wie so ein Knotentanz-Geschlingsel, finde ich immer. Es geht so. Pata hio mama hio ma Nancy. Pata pata hio mama hio ma. Da kann man sich so richtig vorstellen, wie so man sich so umeinander herumschwurbelt und schlingt, während man tanzt. Ich sing's nochmal langsam vor. Pata hio mama hio ma Nancy. Pata pata hio mama hio ma Nancy. Pata pata hio ma. Und so weiter mit euch zusammen. Eins, zwei, drei und. Pata hio mama hio ma Nancy. Pata 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 pata und so weiter. Das Ganze könnte man auch ewig weitermachen. Nochmal etwas schneller. Eins, zwei, drei, vier. Pata mio mama hio ma Nancy. Pata pata hio 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 mama hio ma. Ah, ich will gar nicht mehr aufhören. So schön. So, dann kriegen wir auch hier nochmal eine, naja, so eine Oberstimme dazu. Die findet ihr jetzt im ersten, im obersten System, in dem Sopran 1, das war vorher unsere Flötenstimme war. Das singt nämlich. Hio Mama, Hio Ma. Hio Mama, Hio Ma. Ja, es ist so ein bisschen so harmonisch. Aber es klingt im Gesamtzusammenhang ziemlich cool. Der Text ist also der gleiche wie bei Miriams Stimme, also die Background-Vocals singen jetzt oben drüber. Hio mama, hio ma. Nur diesen Einwurf. Nochmal mit mir sprechen. Drei, vier und. Hio mama, hio ma. Und. Hio mama, hio ma. Und. Hio mama, hio ma. Und hio mama hio ma. Genau. Mit den Tönen ist es auch so ein Geschlingsel. Hio mama hio ma. Hio mama hio ma. Drei, vier und. Hio mama hio ma. Drei, vier und. Hio mama hio ma. Das machen wir zusammen mit der Miriam-Stimme. Miriam singt los. Pata. Und dann kommt hier. Hio mama, hio ma. Hio mama, hio ma. Hio mama, hio ma. Hio mama, hio ma. Genau. Auch das setzen wir mal zusammen mit dem Playback. Der B-Teil wird zweimal wiederholt. Ja, am Anfang spielt der Bass und die Miriam singt dazu. Und bei der Wiederholung spielt der Bass und Miriam und diese Oberstimme singt auch noch mit. Für den B-Teil üben wir nur drei Stimmen, die anderen sind wieder nur so hi, jo, ma, ma. Also auch nicht so richtig spannend für uns zu lernen. Ja? Also, eure Aufgabe ist jetzt erstmal mit dem Playback nur in der ersten Runde den Bass zu singen. Bam, bam, ba, bam, bam, ba, da, ba, da, ba, bam, bam. Und dann in der zweiten Runde. Pata, hio, mama, hio, ma, Nancy. Pata, pata, hio, mama, hio, ma. Ja? Wir machen zwei Durchläufe vom B-Teil. Beim ersten Mal singt ihr den Bass und beim zweiten Mal singt ihr die Miriam. Los geht's!
1, 2, 3 und Mama hier, 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 Mama. Und dann wären wir wieder im A-Teil. Genau. Super. Ich bin mir sicher, das ging wieder ein bisschen schnell. Deswegen nochmal das Ganze. Ihr singt in der ersten Runde vom B-Teil den Bass. Bam, 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 bam. Und dann, wenn es wiederholt wird, ganz schnell in die Miriam-Stimme springen und singen. Pada hi o mama hi o ma. Aber an sich, sing einfach, worauf du Lust hast. Ne? Hört ja eh keiner zu. Los geht's. 1, 2, 3 und Pata hiya mama hiya pa Nazi pa Pata hiya mama hiya pa Nazi pa Miriam Pata hiya mama hiya ma Nazi pa Pata hiya mama hiya ma Nazi pa. Und da sind wir wieder im A-Teil. Genau. So, jetzt habt ihr die wichtigsten Stimmen aus dem ganzen Stück kennengelernt und könnt sie mitsingen. Und das Witzige ist, dass das Stück ja gar nicht kompliziert ist. Es sind immer wieder die gleichen Bausteine und die werden nur unterschiedlich zusammengewürfelt und zusammengestellt, sodass es einen schönen Aufbau und am Ende einen schönen Abbau gibt. Ja? Das ganze Lied hat eine feste Choreografie sozusagen. Also die Stimmen sind genau festgelegt, wer wann wie zu singen hat. Ich blende euch das hier einmal ein. Und lasst euch mal das ganze Tutti durch hören, wir zusammen. Und ihr könnt mal einfach mitlesen, welche Stimmen ihr wo an welcher Stelle hört. Und einfach, welche Stimme auch immer euch gerade gefällt, mitsingen. Ich blende immer deutlich ein, jetzt sind wir im A-Teil, jetzt sind wir im B-Teil. Und dann wisst ihr sofort, was ihr zu singen habt. Ob Bom-Bom oder Pam-Pam oder hey yo oder so. Sucht euch einfach die Lieblingsstimme aus, die ihr gerne mitsingen wollt. Und genau, oder springt hin und her. Singt, worauf ihr Lust habt. Ich singe auch, worauf ich Lust habe, ja. Ich versuche immer die Stimmen zu erwischen, die jetzt gerade neu dazukommen. Mal gucken, wie das so klappt. 1, 2, Bass! Flöte. Hey yo, hey yo, Miriam. Sagu kuga sati bega nansi pata pa. 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 Pata hiya mama hiya ma 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 nansi pata pa. Sagu kuga sati bega nansi pata pa. Sagu kuga sati bega nansi pata pa. Sagu sati bega nansi pata pa. Sagu sati bega nansi pata pa. Pata hiya mama hiya ma 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 nansi pata pa. Sagu kuga sati bega nansi pata pa. Sagu kuga sati bega nansi pata pa. Sagu sati bega nansi pata pa. Sagu sati bega nansi pata pa. Hey yo, hey yo. Und dann ist das Ganze schon vorbei. Ja, herrlich. Machen wir das Ganze nochmal. Die einzige Stimme, die die ganze Zeit durchläuft, ist der Bass und die Miriam-Stimme. Also wenn du die gerne jetzt üben möchtest, dann sing die die ganze Zeit durch. Oder sing mal zwischendurch hey yo oder sati bega oder hey yo mama hey yo ma oder was auch immer du willst. Ich halte mich hier zurück und lass dich mal machen.
viel Spaß beim Singen. 1, 2, 3 und. Hey ho! Hey ho! Sagu kuga sati bega nansi patapa. 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 Hiya mama hiya ma 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 nansi patapa. Sagu kuga sati bega 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 nansi patapa. Hiya mama hiya ma 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 nansi patapa. Sagu kuga sati bega 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 nansi patapa. Hey yo, hey yo. Sau cooler Song. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, den mit mir näher kennenzulernen und die Stimmen durchzusingen. Ich freue mich total drauf, wenn wir diesen Song in den Chören machen können, denn ich bin mir sicher, es macht einfach irre Spaß, wenn wir alle zusammen irgendwo stehen und in diesem Tempo abgehen darauf. Da freue ich mich sehr drauf. Mach es gut zu Hause, bleib gesund, bleib fröhlich und sing weiter. Wir sehen uns bald. Bis dahin. Tschüss.